Also erstmal war es natürlich eine super geile Erfahrung, mit so vielen Fans nach England zu reisen. Und ja, das sowas bleibt auf jeden Fall hängen. Es war dann am Ende doch eine tolle Reise, auch wenn es relativ anstrengend war, vor so vielen Fans spielen zu dürfen, auf so einem tollen Platz gegen so einen guten Gegner. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, also der Start, der war in der Tat relativ zäh. Ich war auch am Anfang oder beziehungsweise am Ende der Vorbereitung, war ich verletzt, konnte dann nicht ganz fit in die Saison starten. Da hing ich auf jeden Fall ein bisschen hinterher. Und ja, ich bin froh, dass ich jetzt so eine Entwicklung genommen habe. Ja, ich denke, es ist noch Luft nach oben. Ich möchte in den nächsten Schritt gehen. Trotzdem ist für mich jetzt wichtig, dass ich in der Spielzeit schon mehr Einsätze bekommen habe. Ist natürlich nicht immer einfach, aber es ist normal. Bei vielen jungen Spielern ist das so, dass die Formkurven natürlich auch ein bisschen schwanken. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was der Trainer für ein System spielen möchte. Da muss man leider manchmal den sauren Apfel beißen. Ja, ich versuche trotzdem halt immer wieder Gas zu geben und mir vor Augen zu halten, was wir als Mannschaft erreichen wollen, und dann als Einzelner sich da rauszunehmen, das ist immer nicht so ganz gut. Wir als Ganzes wollen das ganz große Ziel erreichen, und da sollte man sich hinten anstellen. Trotzdem versuche ich mich dann natürlich, wenn ich nicht spiele, mich im Training anzubieten, damit ich dann möglichst schnell wieder auf dem Platz bin. Und wenn man dann halt reinkommt, auch in 10 Minuten, kann man eventuell ein Tor schießen oder dazu beitragen, zu gewinnen. Ja, unterschiedlich ist es schon so, dass der Trainer dann schon Gespräch sucht und vielleicht auch die Gründe nennt, warum er vielleicht auf wen anders setzt oder warum auf einem gerade nicht. Das finde ich auch relativ wichtig, dass man weiß, woran man ist, was man vielleicht falsch macht oder was man dann auch im Training besser machen kann, was der Trainer auch sehen möchte. Aber trotzdem ist es so, dass der Trainer nicht jedem gerecht sein kann. Also wir sind 24 Spieler, und da auf jeden einzelnen Wunsch einzugehen, das geht halt nicht. Also wenn ich nicht spiele, ist das in erster Linie mein Problem, und da muss ich versuchen, mit dem Problem vernünftig umzugehen. Also grundsätzlich ist es erstmal so, solange ich auf dem Platz stehe, bin ich zufrieden. Das ist ganz klar. Trotzdem hat man halt immer Positionen, wo man vielleicht seine Stärken besser einbringen kann, beziehungsweise wo man sich vielleicht einen Tick wohler fühlt, weil die Abläufe einfach schon länger drin sind. Also ich fühle mich schon vorne, in der Spitze fühle ich mich schon mit am wohlsten eigentlich, muss man sagen. Aber trotzdem sind die anderen Positionen auch top, kann ich mich nicht beklagen. Und ja, solange man auf dem Platz steht, wie schon gesagt, ist man auf jeden Fall glücklich. Ich denke, das macht alles auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Also es ist nicht so, dass man sich unbedingt außerhalb super verstehen muss, um dann auch ein Team zu sein auf dem Platz. Das denke ich, ist nicht elementar wichtig, aber trotzdem ist es so, dass wenn man sich außerhalb gut versteht, dass es dann trotzdem im Training oder in der Kabine halt leichter fällt. Und ich denke, das ist bei uns gegeben in der Truppe, dass wir alle miteinander gut auch außerhalb des Platzes auskommen. Und ja, ist halt schon wichtig, dass man den einen oder anderen halt schon ein bisschen besser kennt, weil man mit jedem Spieler vielleicht nicht gleich umgehen sollte. Der eine, der braucht vielleicht mal ein bisschen mehr Motivation, der andere braucht ein bisschen mehr, weiß nicht, ein paar mehr Streicheinheiten, sage ich mal, wenn dann vielleicht ein Fehler im Training macht, dass man nicht direkt draufhaut oder so. Und so sollte man mit jedem Spieler versuchen oder auf jeden Spieler versuchen einzugehen und auch ja, damit der Umgang innerhalb der Mannschaft natürlich bestmöglichst ist. Na, erstmal ist es so, dass dann die Schuhwahl relativ wichtig ist. Da legt der Trainer auch großen Wert drauf, dass wir nicht rumrutschen. Das ist, denke ich, so mit das Wichtigste. Aber ansonsten, sobald angepfiffen wird, kann man auch nicht mehr groß über den Platz meckern. Also es ist schon so, dass man sich halt sehr konzentrieren muss, den Ball anzunehmen, den Ball mitzunehmen. Dass da die Abläufe passen, auch gerade als Stürmer, wenn man vielleicht eine gute Chance hat, dass man die nicht versiebt. Also da sollte man sich schon konzentrieren, oder als Abwehrspieler, wenn man letzter Mann ist und ein Ball kann verspringen, da sollten die Sinne schon nochmal ein bisschen geschärft sein. Aber ansonsten, ja, müssen alle Spieler auf den gleichen Platz spielen, von daher ist es dann am Ende pari. Also, sobald der Schiedsrichter anpfeift, sollte es eigentlich auch egal sein, beziehungsweise sollte es keine Ausrede sein, auf was für einen Platz man spielt. Nein, besondere Maßnahmen gab es eigentlich nicht. Wir wussten, dass wir nicht gut gestartet sind, aber trotzdem wussten wir auch, dass wir gemeinsam aus dieser, ja, was heißt Krise? Krise war es nicht wirklich, aber aus dieser schlechten Phase wieder rauskommen. Und ja, das haben wir als Mannschaft gemeistert, und ja, in so Tagen ist es halt wichtig, dass man noch enger zusammenrückt, dass man dem Fußball alles unterordnet, dass man auf dem Platz oder im Training nochmal mehr Gas gibt, um den Erfolg dann auch wieder zurückzuholen. So sehr wurde jetzt intern noch nicht diskutiert, also innerhalb der Mannschaft. Zum Beispiel mein Vertrag läuft auch aus, und dann wird man halt sehen, was am Ende der Saison ist. Ich mache mir jetzt aber noch nicht ganz so große Gedanken. Erstmal ist es halt wichtig, dass wir
dass wir unser Ziel erreichen. Und wenn das klappt, dann mache ich mir auf jeden Fall keine Sorgen, dass ich entweder hier bleibe oder einen guten Verein finde. Also ich bin bestimmt gut abgesichert. Es war auf jeden Fall ein ganz besonderer Tag. Normalerweise fährt man nach Bremen mit nicht so vielen Zuschauern, beziehungsweise auf einem relativ unüber oder auf einem, ja, einem kleinen Stadion. Fast schon so ein Regionalligaplatz, würde ich mal sagen, auf Platz 11. Aber dass wir dann ins Stadion ausgewichen sind, das war natürlich dann eine ganz große Nummer mit so vielen Fans im Rücken. Also es war auf jeden Fall was ganz Besonderes. Und ich denke auch, dass wir das auch als Mannschaft sehr angesehen haben, beziehungsweise wertgeschätzt haben, dass sowas nicht alltäglich ist, sondern dass sowas wahrscheinlich nur einmalig beim ersten FC Magdeburg gibt. Also erstmal ist es so, dass die Städte sich nicht so sehr unterscheiden. Von der Größe sind sie relativ gleich groß. Natürlich ist die Nähe relativ wichtig für mich, dass ich so auch relativ schnell nach Hause fahren kann. Gerade in Phasen, wo es nicht so lief, war ich gerne zu Hause und ja, da hat meine Familie mir auch geholfen, mich bei Laune zu halten oder Kumpels. Also die Nähe, die ist mir schon sehr wichtig oder die tut mir auf jeden Fall gut. Ansonsten, ja, Zweitliganiveau ist auf jeden Fall schon nochmal was anderes. Ich sag so, hier wird mehr Fußball gearbeitet, also kommen auf andere Dinge kommt es mehr an, Zweikämpfe, Robustheit. Hier wird auch der ein oder andere lange Ball eingestreut. Das war da vielleicht nicht so sehr der Fall, da wurde mehr auf diese fußballerische Komponente Wert gelegt. Ja, aber trotzdem kann man die Vereine an sich eigentlich schon sehr gut vergleichen, weil beide Vereine sehr familiär sind und ja, auch von den Fans sehr abhängig sind. Und ja, so ist es bei beiden Vereinen. Also so der große Unterschied ist es hier nicht, würde ich sagen. Ja, es wird noch einige Auswärtsspiele geben, die für uns besonders sind und auch sehr wichtig sind. Mit Paderborn das Spiel wird natürlich sehr wichtig, gerade weil es gegen direkten Konkurrenten ist. Allgemein haben wir noch viele Spiele auswärts gegen direkte Konkurrenten in Wiesbaden. Das wird auch ein sehr wichtiges Spiel. Und ja, so eine Spiele sind natürlich schon die schönsten. Auch wenn es dann vielleicht nicht vor der größten Kulisse ist, aber trotzdem die Prestige. Oder die Wichtigkeit allein im Spiel ist, das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Ansonsten, ja gut, nach Halle, Ende April, das wird natürlich auch noch ein Highlight, ganz klar. Ja, das sind so die Spiele, auf die man sich natürlich am meisten freut, wo es natürlich auch am meisten oder um vermeintlich am meisten geht, ja. Ja, so im Moment ist es so, sobald wir frei haben, fahre ich rüber nach Braunschweig. In der Woche mache ich es im Moment nicht. Das habe ich, oder war auch mal eine Zeit lang, dass ich dann in der Woche auch noch rübergefahren bin. Aber das mache ich im Moment nicht. Also es reicht schon, wenn ich dann einmal die Woche dann da bin. Ja, genau. Dann mache ich halt auch was mit meiner Familie, mit meinen Kumpels. Komme da ein bisschen runter und ja, gehe auch gerne ins Stadion, wenn es sich nicht überschneidet. Also wenn wir am Samstag spielen, wir am Sonntag noch am Morgen trainieren, dann schaffe ich sogar teilweise noch ins Stadion zu kommen. Ja, das ist mir auch relativ wichtig, beziehungsweise ist schon so ein Highlight für mich, den Fußball dann nochmal zu sehen, weil mir schon noch relativ viel am Verein oder an der Stadt liegt. Ja, viele Kumpels spielen halt auch noch bei Braunschweig, beziehungsweise ich habe mit denen noch engen Kontakt. Bei denen lief es ja in den letzten Wochen nicht so gut, deswegen hoffe ich natürlich, dass sie jetzt wieder sich gefangen haben und noch die Punkte ja, holen, um dann nicht in den Keller zu rutschen. Ja gut, also ich denke, die Harmonie auf dem Platz, die kommt nicht davon, dass wenn man in der Freizeit irgendwie essen geht oder sonst was. Also ja, so eine Dinge muss man auf dem Platz einstudieren. Es ist schon so, dass er viel mit mir spricht oder sagt, wo er die Bälle hinhaben möchte oder wo ich die Bälle hinhaben möchte. Und das ist, denke ich, das Wichtige, dass man sich austauscht. Also es ist nicht nur bei Michel und mir so, so ist es auch, wenn ich jetzt mit Beko spreche oder so, sagt er, ja, die Flanken sollen da und da hin. Oder wenn Butzi flankt, dann habe ich auch Butzi gesagt, Mensch, mehr auf dem ersten Pfosten flanken oder. Also es ist ja schon wichtig, dass die Kommunikation da auf jeden Fall stattfindet. Und im Training ja, sollte man die Dinge dann einstudieren, dass sie dann auf dem Platz halt auch ja, passen. Ja, konkrete Pläne habe ich jetzt noch nicht. Also mein Ziel ist es schon, erstmal weiter im Fußballgeschäft zu bleiben. Ich weiß, dass ich jetzt erst so den Anfang geschafft habe. Und ja, also es sollen auf jeden Fall noch viele Jahre dazukommen. Und was ich danach mache, weiß ich noch nicht ganz genau, muss ich mal schauen.